Und damit einen wunderbaren, schönen guten Tag an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die jetzt einschalten zu Von Stube zu Stube, dem Talkformat, bei dem man einfach mehr sieht als nur den Stream. Ich denke, wir haben noch ein Loch in der Matrix. Das ist hiermit behoben. Und ich grüße euch abermals, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Der einzig wahre, würde ich sagen. Denn ich gucke ja immer wieder auch auf Twitch mal hier und da nach verschiedenen Setups, nach anderen Streamer-Kollegen und Kolleginnen, die sich richtig Mühe geben bei ihm streamen. Aber ich sage es euch ganz ehrlich. Und ich möchte auch nicht sagen neidlos, weil ich bin schon neidisch. Ich habe noch nirgendwo so ein krasses Setup gesehen, wie bei meinem heutigen Gast, wie bei meinem heutigen Streamer-Kollegen. Vielleicht ist es einer der herzlichsten Streamer, die ich bisher gesehen habe. Einen der besten Apex-Spieler, das auf jeden Fall. Ich nenne ihn heimlich, das weiß er aber nicht, Mr. Setup. Streamt seit Oktober 2019, wenn ich richtig informiert ist. Kommt aus Karlsruhe, ist, wenn ich auch richtig informiert bin, Vollzeit-Streamer und hat einmal das Zitat gesagt, er ist Mensch, mein Land ist die Welt, meine Religion geht nur mich und Gott was an. Und den Spruch fand ich besonders gut, als er mal gefragt wurde im Stream, wo er eigentlich herkommt und überhaupt. Wusste gar, wir sind alle gleich und das macht ihn umso sympathischer. Mr. Setup, Aspect ist heute mein Gast, einen wunderbaren schönen guten Tag. Schön, dass du heute da bist, mein Bester. Es freut mich sehr, dich begrüßen zu dürfen. Hallo, guten Abend. Grüß euch alle. Schönen guten Abend. Da sieht man schon im Hintergrund, was bei dir eigentlich abgeht. Also gibt es da eigentlich irgendwas bei dir im Zimmer, was nicht leuchtet, mein Lieber? Unfassbar. Ja, nein. Ich glaube nicht so. Du weißt, der LED gibt ja immer 10% mehr. Ja, Boost. In Sachen allem. Ich wette sogar, dass dein Bett leuchtet, wenn es so ist. Habe ich irgendwas falsch gesagt oder ist alles richtig soweit bei der Einführung? Absolut richtig, ja. Absolut richtig, soweit. Also aktuell auch Vollzeitstreamer, weil da war ich mir nicht ganz sicher. Ja, also ich streame zwar täglich, aber ich gehe noch arbeiten. Okay, verstehe. Aber naja, täglich genau. Ist ja schon irgendwie Vollzeit in gewisser Weise. Aber es ist keine Hauptselbstständigkeit bei dir, richtig? Nee. Also ich gehe noch jeden Morgen arbeiten, jeden Tag und das ist so quasi. Also ich definiere das immer so, dass ich sage, das ist so die eine Herzhälfte und die andere ist dann Arbeiten. Okay, verstehe. Und wie würdest wie erstmal vorab, wie soll ich dich am ehesten nennen? Aspect? Ben, was passt dir am besten? Was hättest du gerne? Was dir einfacher ist, also manche nennen mich Aspect, manche Aspect und Aspect, habe ich auch gelesen. Ja. Wir können Aspect machen, gar kein Problem. Also das finde ich schon mal ziemlich sympathisch. Bei der Herzhälften steckt also viel Herzblut drin. Dazu sehen wir später auf jeden Fall noch ein bisschen mehr bei dir im Stream, im Setup. Also es gibt ja auch, wenn man dir mal zuschaut, ne, beim Stream, im Übrigen, da können wir auch nochmal gleich einen Link in den Chat reinballern von deinem Stream. Den seht ihr auch hier zu meiner, von euch aus in der Rechten, twitch.tv/aspect oder aspect-fps. Dort bekommt ihr auch einen richtigen Eindruck von dem Herrn. Ihr seht schon im Hintergrund, was da abgeht. Ich freue mich mega, nachher das Setup ein bisschen näher und genauer sehen zu dürfen. Auch nochmal danke, dass du überhaupt dir so kurzfristig Zeit hast und die Zeit genommen hast. Ich bin echt mega gespannt und auch mega neidisch jetzt schon. Ich habe es schon oft gesehen und ich bin jedes Mal baff. Selbst die Decke bei dir, dazu komme ich später, selbst die Decke ist sick. Also was ich wette, der hat noch einen Fußboden, der da selber lackiert oder irgendwas, da komme ich später dazu. vorab ein paar Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle, um so ein bisschen einzuordnen und zu, ich will nicht sagen kategorisieren, aber dass auch Leute, die dich vielleicht nicht kennen, wissen, was Sache ist. Wie würdest du dich eigentlich definieren? Bist du eher der Streamer, Content Creator, einige sagen ja auch Influencer. Was ist dein Main Game? Wo siehst du dich? Wie siehst du dich? Ja, das ist eine gute Frage. Also, natürlich spiele ich halt Apex liebend gerne und versuche das. Also, ich versuche im Endeffekt eine Basis zwischen oder eine Mitte zu finden zwischen High-End-Gameplay, eine Community und Freundschaften. Ich möchte so eine Verbindung zum Zuschauer schaffen, in der sich einfach jeder wohlfühlt. So. Das, ob es jetzt dafür eine spezifische Bezeichnung gibt, weiß ich nicht, aber das ist so das Ziel, was ich quasi auf Twitch verfolge. Verstehe. Ich mag es zum Beispiel gar nicht, wenn zu mir einer Influencer sagt, weil die meisten Leute verbinden das mit jemandem, der auf, weiß nicht, Instagram Bilder von neuen Klamotten macht oder irgendwie so. Ich sehe mich immer eher als Content Creator, aber das ist so eine Definitionssache, deswegen frage ich, weil jeder sieht es ein bisschen anders. Ich habe schon öfter bei dir reingeguckt, ne? Und dein Apex-Gameplay ist ja mal mehr als Zucker und Onfleek. Du hast da schon auch ein bisschen Erfahrung sammeln können. Erzähl mal ein bisschen, was da eigentlich Phase war. Wie das dazu kam. Das kam so dazu, dass ich habe 2017 mit PUBG angefangen, also mein erster Shooter. Davor hatte ich mit Shooter eigentlich so gar nichts am Hut. Ich habe WoW gespielt. Echt? Und, oh, gutes Game. Ja, absolut. 10 Jahre meines Lebens so mit dem Game verbracht. Und dann irgendwann so durch Freunde, Bekannte und so, hey, lass uns doch mal ein Shooter-Game antesten und so weiter. Und dann kam ich zu PUBG und dann halt irgendwann 2019, wann kam Apex raus? Februar?
habe ich es halt sofort von PUBG die Transition zu Apex gehabt und durch die Bekanntschaften, die ich vorher in PUBG hatte, wo ich professionell gespielt habe, war mir der Einstieg in Apex eigentlich ziemlich einfach gestaltet und so, dann kam das eine zum anderen. Ich habe damals leider noch nicht so wirklich gutes Internet gehabt. Ich habe mit einem LTE-Router gestreamt. Oha. Und musste so quasi zwei Leitungen bezahlen für so All-Net-Flat. Oh dear. Und total krass. Und dann mit einem 100er Ping immer gespielt. Aber ja, so kam das alles zustande. Hab dann so mein erstes Team kennengelernt. Es waren zwei Spanier aus Spanien. und damit haben wir uns dann für das Apex-Turnier am 13. September war das 2019 für $500,000 qualifiziert. Ja. Holy shit. Und da habt ihr richtig Gas gegeben. Aber zum einen erstmal erstaunlich. Ich habe auch viele Kollegen, die PUBG spielen, bis heute teilweise noch super leidenschaftlich, auch kompetitiv und so weiter. Die sagten, der Schritt zu Apex ist nichts für uns. Das ist einfach zu schnell. Wir lieben das taktische, langsame Abwarten und so weiter in PUBG. Und die konnten das gar nicht. Ich persönlich finde PUBG, gerade die Action so geil. Das Movement, das Rutschen, das ist immer Action geladen hoch 10, da geht richtig ab. Aber du hast da eine gute Transition gefunden. Vielleicht war es sogar dein Vorteil, dass du vor PUBG nie einen Shooter gespielt hast und damit eigentlich offen warst, wahrscheinlich auch für neue Sachen und auch für so schnellere Sachen. So einen krassen Unterschied, den es da ja auch gibt, ne? Ja, es ist halt, die Time to Kill ist ganz anders und wie du sagst auch, die Vorgehensweise, das Gameplay. PUBG ist mehr so ein Tactical Shooter, wie ich es immer nenne. Da hast du halt, wie gesagt, eine höhere, beziehungsweise eine schnellere Time to Kill als wie bei Apex. Apex verzeiht dir da in diesem Sinne schon extrem viel, aber auch von der Schnelligkeit her sind das zwei total unterschiedliche Games und ich habe immer schon so die Vorliebe für so Tracking gehabt, also wenn du so Sachen ganz schnell verfolgen musst. Genau. Das ist dein Ding. Klappt. Man muss ja auch seine Lücke, seine Nische finden und so weiter. Jetzt eine wichtige Frage noch, bei dem Turnier, wo es um 500.000 ging, wie habt ihr was gerissen oder sagt ihr, naja, leider nicht? Es war quasi so, du hattest, das war so eine riesengroße Arena, wie wenn jetzt zum Beispiel es Leute gibt, die Dragon Ball kennen, auf Planet Namek, so, das war wirklich eine Riesenhalle mit mehreren Kugeln und so weiter. Ja, absolut. Echt? Heftig. Mega. Das war sogar offline. Ich dachte die ganze Zeit, es wäre ein Online-Event gewesen. Wie krass. Nee. Das war ein LAN-Event in Krakow, in Polen. Ja, in Krakow. Ja. Oh, geilo. Mega. Es war so insane einfach. Und dann hattest du halt so Vorqualifikationsrunden. Leider hast du auch schon irgendwie geklappt. Aber die Erfahrung, für mich war es eine Win-Win-Situation, weil ich halt sehr viele Leute dadurch kennengelernt habe, die heute immer noch professionell spielen und so weiter und ich mit den ganzen Leuten in Kontakt bin, aber es war eine geile Erfahrung auf jeden Fall. Okay. Das glaube ich absolut. Ich habe übrigens auch mal auf einem Apex Offline-Turnier gespielt, das glaubt man gar nicht, aber das war, aber nicht, weil ich so gut bin. das war nur Glück, weil die TwitchCon in Berlin damals stattfand. Und ein Streamer-Kollege von mir, Andy Noob, beste Grüße an dich, der streamt mittlerweile nicht mehr. Bei dem ist einer aus seinem Team abgesprungen und der hat einfach Twitter geschrieben, ey, wir brauchen noch einen, wer hat Bock? Ich geschrieben, bin dabei, alles klar. Und dann habe ich auf einmal auch damit gespielt. Und es war einer der ersten Apex Twitch Rivals, ey, was da aufgefahren wurde an Technik und auch so Boost. Und wir hatten auch irgendwie so einen besonderen Platz, so einen Special-Platz, weil wir in der Ecke von der Halle waren. Und wir hatten nicht wie alle anderen normalen Tisch, wir hatten jeder eine einzelne, wie so eine Arcade-Machine, die aufgebaut wurde, in der wir gespielt haben. Es war richtig cool irgendwie. Wir haben da aber auch gut reingeschissen. Also ich weiß nicht, wie ich wette, bei uns hat es mehr gestunken als bei euch, weil ey, das Niveau, das Level ist so heftig krass dort, was da abging. Und zwar damals noch neu, das Game, aber die Leute, ey, die haben uns in Grund und Boden geschossen. Ich sehe auch, by the way, einige von deinen Leuten hier im Chat, beste Grüße an der Stelle. Schön, dass ihr reinschaut, ihr Lieben. Herzlich willkommen. So, cool. Aber finde ich auf jeden Fall schon mal mega krass, dass du da die Transition geschafft hast. Vom Spieler dann jetzt eben zum Streamer und da auch versuchst, alles zu verknüpfen. Ich mache es auch ähnlich. Man versucht immer, das beste Gameplay zu liefern und parallel irgendwie Leute zu unterhalten. Muss aber sagen, wenn ich bei dir reingucke, es wirkt so, als ob du dauerhaft voll Action, voll Karacho gibst. Als ob du wahrscheinlich so eine 10 Liter Kanne Kaffee neben dir stehen hast. Also ich finde es beeindruckend, wie du das Level aufrechterhalten kannst. Hast du da einen geheimen Trick? Es ist, glaube ich, so kann man das so sagen, ist die Motivation von den Leuten, die da sind und die ganzen Nachrichten, die man offline bekommt und ich höre den Leuten sehr gerne zu, weil ich auch denke, dass einfach sehr viele Leute im Internet vor allem wenig Aufmerksamkeit für egal was bekommen und wie eben schon genannt, möchte ich einfach so quasi eine Verbindung zu jedem irgendwie schaffen,
einfach da so ein cooles Gespräch, wie du das auch immer sagst, aufrecht zu erhalten. Und das ist so quasi meine Motivation, wenn du dann am Ende vom Stream oder so mal eine Nachricht bekommst, wo drin steht, hey, vielen Dank für deinen Stream, die Mucke und so weiter, die Good Vibes, die haben mir über den Tag geholfen, das, mir geht es schon um einiges besser, dann ist das für mich so Motivation für den ganzen Monat, so, um zu sagen, hey, okay, du machst was Positives, weil ich sage auch immer, etwas Gutes zu tun oder was Gutes zu vollbringen, wird immer zu etwas Gutem führen. Und das ist so die Motivation, die ich dann quasi immer daraus schöpfe. Ja. Da können sich einige eine Scheibe von abschneiden, so eine dicke. Deswegen habe ich eingangs auch gesagt, wahrscheinlich einer der herzlichsten. Ich finde, wenn man mit dir reinkommt, immer gute Laune, immer good Vibes, auch gute Musik. Die pumpt natürlich auch nochmal richtig rein, meiner Meinung nach. Ja. Aber ey, also ohne Mist, jedes Mal, wenn ich reingeschaut habe, immer gute Laune, auch immer viel Chat-Interaktion, was viele Streamer auch mit der Zeit vergessen. Ich finde, bei dir ist immer ein gutes Level, also großen Respekt auch an der Stelle. Ich finde persönlich, du machst das mega gut. Und nicht nur auf dem Niveau, auch die technische Seite, dazu kommen wir später noch, die ist natürlich, ey Junge, also da kenne ich echt keinen. Und das ist kein Zucker in den Hintern gepuste. Krass, Alter, was du auffährst, Junge. Ich will nicht wissen, wie sehr du dich da hast reinfuchsen müssen. Eigentlich fast noch ein dritter Job, der Techniker da. Ich weiß ja selber, wie es auch manchmal sein kann, wenn man ein Studio baut oder, ja, also Streaming-Setup, man kann Studio sagen, oder? Ich würde schon sagen, bei dir ist safe ein Studio. Ich nenne es zumindest meine kleine Höhle hier Studio. Und das ist einmal mega viel Arbeit. Ich weiß gar nicht, ob so viele auch wissen oder nicht wissen. Abgefahren. Das ist halt schon. Ja, also wie du schon gesagt hast, ich musste mich da auch selber reinfuchsen, weil ich hatte davon keine Ahnung. Absolut. Ich glaube, da ist jeder Streamer selber auf sich gestellt. Meistens klar, es gibt Hilfen von links und rechts von Kollegen. YouTube hilft natürlich auch ungemein und das Internet sowieso. Aber am Ende musst du viel probieren und nicht alles ist überall gleich. Oftmals individuelle Sachen, gerade Audio ist immer so eine Sache, zumindest meiner Erfahrung nach und so. Das ist immer mega der Struggle, man kennt es. Audio ist einfach Endgegner. oftmals. Es gab mal zwei Rechnern, die du, wie ich sehe, auch hast. Also das ist immer eine andere Geschichte. Findest du denn, man kann streamen, also zwei Fragen. Findest du Streamen oder Content Creation generell, weil wenn du streamst, bist du ja nicht nur am Stream, du hast meistens auch noch Social Media. Ich muss jetzt nicht alle aufzählen, aber da gibt es ja verschiedene Accounts, wo man unterwegs ist und aktiv sein sollte. Vielleicht auch noch YouTube und so weiter. Findest du, dass Streamen oder Content Creation generell ein Job sein kann und ein ernstzunehmender? Oder sagst du, das kann eigentlich nur ein Hobby sein? Wie siehst du das Ganze? Also ich denke schon, dass Content Creation definitiv ein ernstzunehmender Job ist, weil vor allem, wenn man das, ich sag mal, wenn man die volle Bandbreite macht, streamen, auf YouTube unterwegs ist, auf Twitter, auf Instagram, auf TikTok, ich mache das so quasi jetzt auch erst nicht, also nicht so lange und schaue mir das an, also wird es gerade so quasi eingeschult in Videoschnitt und TikTok und YouTube und hier mal ein Tutorial, da mal ein kleines Tutorial. Wenn du dann noch einen Zeitplan hast, wo du sagst, okay, um 16, 17, 18, 19 Uhr fange ich an zu streamen, dann fängst du vorher kurz an, einen Clip zu basteln, dann bist du schon so irgendwie bei 2 Stunden Arbeit und dann denkst du dir, okay, jetzt muss ich noch eine Version für Instagram machen, noch eine Version für TikTok, was viele ja nicht wissen, dass zum Beispiel auf Instagram nur, ich glaube, 45 Sekunden laufen kann. Auf TikTok ist dann eine andere Breite quasi, wo du nutzen kannst und das alles dann irgendwie, wenn du das noch professioneller machst, natürlich wie jetzt zum Beispiel ganz, ganz große Leute, das ist definitiv, ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr viel Arbeit sein kann, wenn man das macht. Also ich bin definitiv davon überzeugt, dass das ein ernstzunehmender Beruf ist, vor allem wenn man auch das wirklich mit Herzblut macht. Finde ich eine gute Einstellung. Da scheiden sich oft die Geister auch. Einige sagen, ja, nee, kann eigentlich ein Hobby sein. Ich meine, du zockst und machst ein bisschen was alles nebenbei. Ich sehe es wie du. Also das ist auch ein 24-7-Job und auch vom Kopf her mental. Es ist sehr, sehr schwer, zumindest mir fällt es sehr, sehr schwer, auch da abzuschalten teilweise. Weil jetzt im Urlaub, was auch ein Thema ist, da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast und eine eigene Sendung drüber halten, einen Urlaub gehen als Streamer und so weiter oder als YouTuber, auch immer schwierig. Aber selbst da fällt es mir schwer abzuschalten, mal Twitter wegzulegen oder irgendwie so. Finde, da bin ich ganz bei dir. Da kann auch der Chat gerne nochmal seinen Senf dazu geben, wie ihr das seht. Ob ihr das euch vorstellen könnt, Leute, die vielleicht selber streamen oder Streamer nur gucken, also konsumieren, ob ihr denkt, ja, also eigentlich ehrlich gesagt, das kann doch nicht so schwer sein. Ne? Ich finde, man hat einen festen Zeitplan, gerade wenn man feste Streamzeiten hat und vorher noch Bürosachen erledigen muss, sagen Steuern machen, mit Sponsoren spricht, diese Videogeschichten, von denen du sprichst. Du sagst es auch gerade, by the way, da wollte ich noch einhaken, du schulst dir gerade das Schneiden und so weiter ein oder wirst geschult. Bringst du es dir selber bei oder hast du jemanden, der dir da unter die Arme greift und hilft? Ich habe da eine durch Zufall eine super nette Person getroffen. Liebe Grüße an Gravedigger an dieser Stelle. Der ist irgendwann mal in den Stream gekommen und
Ich habe da irgendwie was versucht, gemacht und getan. Es war nichts Halbes und nichts Ganzes. Und der meinte, hey, du kannst das so und so machen. Ich kann dir mal was zeigen und hier und da. Irgendwann ist halt irgendwie schon mal ein ganzes, ich glaube, 1,5 Jahre jetzt mittlerweile oder 14 Monate mittlerweile um, wo wir befreundet sind und wir da wirklich jeden, wir haben uns jetzt so abgemacht, dass wir jeden Dienstag mal so ein Meeting haben, wie wir das machen und so weiter. Und ich bekomme was von ihm auch sehr, sehr viel erklärt. Ich denke nicht, dass ich das irgendwie mir hätte beibringen können, wenn da jemand kommt, der wirklich Grafikdesign und Videoschnitt und sowas gelernt oder studiert hat. Das sind Sachen, die ich vorher, ja. Man sagt ja auch bekanntlich so, du kannst ja nicht nach etwas googeln, wenn du nicht weißt, was du wissen möchtest. Also, Ja, ist was dran. Definitiv, ganz ja. schwieriges Thema irgendwie. Ja, und jetzt so bekomme ich da so einen guten Einblick da rein, versuche so eine Routine aufzubauen und ja. Finde ich gut, ja, dass man sich da einmal, muss sich ja immer auch weiterbilden im Endeffekt. Stillstand ist Rückschritt, sagt man, und ich finde das auch was Ja. dran. Ich kann es nur bestätigen. Also selbst ich habe oft Probleme, wenn, also ich komme aus dem Schnittbereich, habe ein bisschen da was in der Richtung studiert jetzt, um es mal grob anzureißen. Und auch ich weiß manchmal, was ich möchte. Aber dann weiß ich auch nicht, was googelst du gerade? Wie heißen nochmal diese Farben, die man manchmal bei so verschiedenen Szenen oder Transitions rein. Ach so, Color Burns. Moment, aber Color Burns, das ist ein Filmburn, aber das ist ein Lens Flare eigentlich. Und dann, ne, und dann kommst du zu dem nächsten Step, dann siehst du, okay, crazy Transitions, wie funktionieren die? Und die Zeit fliegt auch teilweise. Mit einem Schnips sind ein paar Stunden um. Also, weil es, ich weiß nicht, wie es mit Absolut dir ist, krass. aber ich nehme es schwer an, du bist Perfektionist nach dem, was ich sehe. Und gerade dann beim Videoschnitt und Design generell, da kannst einfach, ey, da fließen Stunden rein, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist Wahnsinn, ja. Unfassbar, wirklich. An der Stelle, by the way, nochmal, ich habe eben ein bisschen den Kanal von Aspect oder Aspect FPS hier in den Chat reingespammt. Wer da nicht folgt, der liebt Vielen seine Dank. Mutti nicht. Also haut mal ein Follow raus, das Mindeste, lieber Chat, macht mal keine halben Sachen. Alles andere wäre gelogen und. Ihr seid selber schuld. Lasst ein Follow da, das ist das Mindeste und schaut auch gerne rein. Eine letzte Frage noch, bevor wir ein bisschen auf die Technik eingehen wollen. Das ist ja so ein bisschen das Hauptthema hier. Das ist auch so ein Ding, da gibt es zweierlei. Würdest du sagen, das frage ich auch immer wieder meine Gäste hier, die da sind, würdest du sagen, du spielst vor der Kamera, wenn der Stream an ist, eine Rolle oder bist du 100% du? Ich bin 100% ich. Also ich habe so eine Einstellung, wo ich sage, ich möchte lieber jemanden lieben, der so ist, wie er ist, mit allen Ecken und Kanten, als jemanden zu lieben, der nicht der ist, der er ist. Und meines halt Selbstrespekts, ich bin einfach so, wie ich bin und ja, Sehr straight. Ja, es ist eine 100% ich. straighte Ansage. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Ich glaube das auch von mir. Aber dennoch, und ich glaube, das ist bei dir auch der Fall, wenn die Kamera läuft und der Stream läuft, sind die Lampen trotzdem an. Also man ist ein bisschen aktiver und so. Man gibt Gas, oder? Ja, Oder also bist du da? ich versuch dann durch mein Ziel, was ich mache, versuche ich immer die Zeit, die ich onstream verbringe, den Leuten so produktiv wie möglich zu gestalten. Das ist halt genug. Also natürlich, man ist halt so, man ist im Feeling, man ist in the Zone, wie ich das immer nenne, so. Man hat Bock drauf und ja, aber so charakterlich würde ich sagen, bin ich eins zu eins wie auch im Real Life. Ich labere echt extrem viel Müll auch im Real Life so. Das ändert sich nicht. Ja, ich mag es auch sehr gern. Ich finde es auch gut, so auch jemanden zuzugucken, der echt authentisch ist. Es gibt ja bewusst auch Leute, die dann eine Rolle spielen. Das weiß aber auch der Chat oftmals dann. Also, Ja. ja, ich weiß keine großen Namen. Dann gibt es ja einige, die wirklich bewusst eine Rolle spielen. Ich glaube, auf lange Sicht ist es mega anstrengend, ey, aufrecht zu halten, wenn du mal keinen guten Tag hast. Heftig. Denke schon, ja, absolut. Wenn du da irgendwie so eine Rolle spielst oder so, oder jemand, ja, keine Ahnung, oder irgendwas halt spielst, wie du sagst, kann das echt auf Dauer, wenn du mal so, wie du sagst, so einen schlechten Tag oder so, oder halt auf und ab, ne, kennt man ja, dann ist das, glaube ich, echt schwierig Ja, aufrechtzuerhalten, ne. ich denke auch. Ich habe noch eine kleine Blitzfragerunde an dich. Also möglichst kurz und knapp Klar. Antworten nach Möglichkeit. Wir ballern die schnell durch, ne? Bist du ready? Favorite Game of Yes. all time? WoW. WoW, echt, okay. Auf was kannst du beim Content createn, sei es also streamen, nicht verzichten? Was muss dabei sein? Musik. Okay, was ist dein Markenzeichen? Oha! Das ist eine gute Frage, ey. Markenzeichen. Zusammenhalt. Geil, voll gut, gute Antwort. Dein Lieblings-Content-Creator, den du selber konsumierst. Schiff FPS. Okay. Und ich weiß, du hast einen Job, aber angenommen, du wärst jetzt Vollzeit-Streamer only, welchen Job hättest du, wenn du nicht, oder was würdest du machen, wenn du nicht Content-Creator noch zusätzlich geworden wärst? Was würdest du sonst machen stattdessen? Ist auch eine gute Frage, ey. Irgendwas in Richtung
Kunst, glaube ich. Kunst, echt? Okay, bist also der kreative Typ. Nee, gar nicht, aber ich würde da irgendwie versuchen, so gut es geht, irgendwie meine Kreativität zu wecken. So, das wäre so etwas, was ich irgendwie versuchen würde, ja. Krass. Also Markenzeichen, finde ich, trifft 100%, was du gerade gesagt hast. Absolut. Das würde ich auch von außen sagen. Also absolut geil. Finde ich auch eine richtig gute Sache. Ich glaube, es liebt deine Community auch dich dafür. Das und nichts anderes. Richtiger Otto kriegen wir im Chat geschrieben. Wie richtiger Otto? War doch eine gute Ansage. Ich find's schon ganz geil. Ich finde, Markenzeichen ist auch eine ganz, ganz schwere Sache. Das ist ja so ein bisschen wie dieses USP, dein Alleinstellungsmerkmal, was ja versucht, jeder Streamer zu haben. Und alle sagen, ja, ich bin authentisch, ja, das sagt ja jeder. Aber so ein wirkliches aufzubauen ist echt mega schwer. Oder was hast du, was noch keiner hat? Das ist immer die Frage, ne? Und das ist einfach eine schwierige Nummer, finde ich. Das ist echt eine schwierige Nummer, ja. Ich finde, Zusammenhalt ist schon echt krass bei dir auch oben mit dabei, oder? Sowas. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall, ja. Also so Zusammenhalt ist... ist, glaube ich, so einer der wichtigsten Faktoren, die mir auch so von meinem Vater weitergegeben worden sind. Weil, wer will schon allein sein? Weißt du, wie ich meine? Absolut. Das ist ein bisschen so deeper, aber ich finde halt so, dass wenn man sein Leben irgendwie gemeinsam mit Freunden, Bekannten, Leuten, die man gern hat und sowas verbringt, dass ganz andere Winkel irgendwie oder beziehungsweise Ansichtsweisen generiert werden und alleine sein ist irgendwie doof. Absolut, und man sagt ja auch, es gibt nur eins, dass wenn man teilt, mehr wird, und das ist Liebe, und das ist ja im Endeffekt, was es ist, Freundschaft, Liebe, all die Geschichten, ja. Wenn man die teilt, wird es mehr, und das ist auch cool, bin ich absolut bei dir, absolut. Liebe Chat, an alle Experten, Expertinnen hier, wir haben noch eine kleine Zuschauerfragerunde, wenn ihr Bock habt, noch irgendwas zu fragen an meinen Special Guest heute, dann haut was raus, vielleicht auch jemand, der es noch nicht weiß, oder was ihr schon immer fragen wollte, vielleicht seid ihr auch langjährige oder Zuschauer bei Aspect schon, und wollte da irgendwas fragen, ich glaube, ich jetzt im Moment dafür. Absolut True Love, steht ja auch im Chat, absolut. Sehe ich auch so. Also jedes Mal, wenn ich reingucke, der Zusammenhalt, immer Leute da, es ist einfach echt auch, ich bin richtig neidisch. Auf deine Community, die scheint echt mega geil zu sein. Und eben auch das, was wir gleich noch uns anschauen, nämlich eben die Technik dahinter. Die ist absolut sexy. Lieber Chat, jetzt oder nie, wenn ihr noch Fragen habt, haut gerne was raus in den Chat, wenn ihr irgendwas wissen möchtet, was vielleicht noch nicht geklärt wurde, wo ihr sagt, hey, da hätte ich gerne nochmal eine Nachfrage oder eine Rückfrage zu dem, was wir gerade hier ein bisschen beleuchtet haben, könnt ihr gerne jetzt nochmal reinhauen zwischendrin. Noch eine Frage an dich, während hier der Chat sich was überlegen darf. Findest du eigentlich, dass das, was du machst, also dein Job, ich nehme jetzt den Job als Streamer, als Content Creator, sinnvoll ist? Und wenn ja, warum? Ja, definitiv. Warum? Warum? Weil ich versuche, etwas Positives zu vollbringen für Leute, die vielleicht so ein bisschen social shy sind oder beziehungsweise so ein bisschen, wie nennt sich das? Die sich so ein bisschen Probleme haben, sich im sozialen Bereich unterzubringen. Möchte ich eine Plattform schaffen, wo er so sein kann, wie er ist, ohne dass er irgendwie Angst hat von irgendwem, irgendwie auf irgendeine Art und Weise nicht akzeptiert zu werden. Ich denke, es hat in den letzten 2 Jahren ganz gut geklappt. Es gibt Leute, die mir geschrieben haben, hey, am Anfang hatte ich eigentlich total Schiss, irgendwie in deinen Chat zu schreiben. Die sind heute fester Bestandteil unserer Community. Und ich denke, dass auf jeden Fall, dass es was Gutes ist, was ich da versuche umzusetzen, ja. Geil, ja. Habe ich mir gedacht, dass du das sagst. Das finde ich auch richtig so und wichtig. Und es ist auch erstaunlich, finde ich, immer wieder, also das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, wie sehr Leute sich auch anfangs nicht trauen, in den Chat zu schreiben. Sie denken, hey, ich bin auch neu hier, ich kenne die alle nicht und so. Traut euch, Chat, dafür sind wir doch da, dafür ist der Chat da. Also traut euch immer. Absolut, ja. Auch jetzt, zum Beispiel kommt die Frage, ich kenne ihn nicht oder noch nicht, heute vielleicht das erste Mal kennengelernt. Was ist der Grund, damit ich seinen Stream konsumieren sollte? Jetzt hast du die Chance, hier einen neuen Zuschauer zu gewinnen, Aspect. Ach, mal raus. Was der Grund ist, meinen Stream zu konsumieren. Also wenn du gute Musik feierst, Humor und eine lockere Gemeinschaft, dann ist es auf jeden Fall ein Ort, wo du abhängen kannst nach der Arbeit oder nach einem stressigen Tag oder irgendwie, wo du sagen kannst, ey Leute, heute ist alles scheiße. Wenn jemand zum Zuhören brauchst oder mit irgendwem quatschen willst, das ist eine ziemlich gechillte und ziemlich lockere Atmosphäre, wie gesagt, wo jeder willkommen ist. Das ist ein Grund dafür. Rob Easy, there we go. Frage, ist Mirage S hier? Oh, ich glaube, die klären wir später, die Frage, wenn wir noch in Game gehen. Ich würde fragen wollen, ob wir jetzt nochmal hinter die Kulissen gehen können. Ich bin richtig heiß und voller Vorfreude, mal ein bisschen zu gucken, was bei dir da abgeht in deinem Studio. Denn da, Freunde, blinkt und blitzt es und leuchtet es schon überall im Hintergrund, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen, falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet. Und ich habe ja auch schon öfter mal im Stream deine Studiokamera gesehen und so, ey, Freunde,
jedes Mal läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ich werde immer wieder ein bisschen so, oh mein lieber Roman, da geht's ab. Also schick mir gerne noch deinen Link, den ich hier noch brauche. Und dann gucken wir uns das ganze Studio mal ein bisschen an. Ich bin mega, mega, mega gespannt. Schau das Stream und du wirst merken, wieso du ihn schauen solltest. Unser Zusammenhalt, familiäre Atmosphäre und es gibt immer was zu lachen. Kann ich bestätigen, Samira. Jedes Mal, wenn ich reinschaue, sind das auch die Aspekte, die mir auffallen. Absolut. Und deswegen finde ich es auch krass, verdient, dass er so eine geile Community hat und dass immer so viel los ist da. Das finde ich mega, mega gut. Ich finde es nur krass, auch beeindruckend, wie er beim Apex spielen so den Chat im Auge behalten kann. Wenn ich Apex spiele, ey, das ist so schnell, so viel Schlag auf Schlag. Es geht so ab wie Schmitz Katze überall. Und trotzdem da immer wieder einen lockeren Talk noch rauszuhauen, das finde ich schon sehr beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Nicht aus der Badewanne, aber aus unserem Raumschiff, was du mir da und siehst. Ja, ist echt ein Raumschiff fast schon. Leuchtet überall. Ich bin echt, also man sieht ja immer die Perspektive, die der Streamer einem zeigt. Und heute schauen wir uns so ein bisschen auch mal die Perspektive an, die Aspect sieht oder aber eben die ihr sonst nicht immer zu sehen bekommt, liebe Zuschauer. Ich bin gespannt und wir schauen mal rein. Gib mir eine Sekunde. Ich füge noch kurz den Link ein und dann dürfte eigentlich auch alles funktionieren. There we go. Big camera, OBS Ninja. There we go. Here we go. Aspect im Studio. Wir switchen übrigens auch mal das Mikrofon gerade. Ne? Mute dich am besten hier im Discord kurz und dann hören wir dich mit der mobilen Kamera. Let's go, lieber Chat. So, hörst du mich? Siehst du mich? Test, test. Hallo, hallo. Hört man mich? Also, ja. Ja. Ja, dann laufe ich einfach mal rum und erkläre euch einfach so meinen Raum, würde ich sagen. Ja, machen wir eine kleine Führung. Ich bin mega gespannt. Ja, so. Also. Meistens kommt man halt hier so rein. Das ist so quasi meine Couch. Ich habe hier so an der Tür habe ich so einen Teppich an die Tür geknallt, weil ja, das war so meine erste Idee, was Raumdeutung und sowas betrifft. Habe ich so einen Teppich genommen, so einen alten von, keine Ahnung, wo der ist, aber den habe ich dann einfach an die Tür geklebt. Hat gut funktioniert. Ja, und dann kommt man quasi hier rein. Hier hat man so die Möglichkeit, sich erstmal so ein bisschen hinzusetzen. Fangen wir einfach mal hier an. Das ist so, das habe ich zum Geburtstag bekommen. Das ist so eine Gitterwand mit meinem Logo drauf. Da kann man so Metallschienen reinmachen und dann halt was aufhängen. Dann gehen wir hier rüber. Das habe ich erst vor kurzem quasi aufgebaut. Das ist so meine Kommode, wo ich halt alle Sachen und so weiter reinmache. Meine Drohne, Kameras, Gimbal und so Sachen. Und später, die ich da halt noch ein bisschen bestücken möchte mit irgend so einem Deko-Kram. Meine Nano-Leafs, die mit dem Stream quasi kommunizieren, immer wenn jemand irgendwas im Stream macht, ein Follow oder irgendetwas in diese Richtung, dann arbeiten die quasi mit meinem Stream zusammen, leuchten dann quasi auf. Ja. Der ganze Raum ist übrigens halt soundproof, da überall gesagt so Schaumstoffplatten montiert. Auch hier eine coole Sache, kann ich euch mal kurz zeigen, so eine Charity-Aktion, die wir mitgemacht haben. Vielleicht kann man das gerade so sehen. Ja, 113.000 Euro für krebskranke Kinder. Wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Vielen Dank, dass ich da mitmachen durfte. Dann halt sehr viel LEDs. Auch hier so meine Hexagons. Das ist halt so für Soundproof und sowas. Die Decke kann ich euch auch mal zeigen. Die ist der Hammer. Ich liebe das. Polyesterwolle. Die mit einem Silikon-Sprühkleber dran gemacht worden ist und dann halt LEDs. Ja. Hier ist so meine Chill-Ecke, wo ich halt Fernsehen gucke am Abend oder halt bisschen den Abend ausklingen lasse, Revue passieren lasse, denke über den Stream nach und so weiter. Und dann halt natürlich meine Streaming-Ecke. Die kann man, glaube ich, so ganz gut sehen, ja. Wow, das ist der Hammer. Also,
Also die Decke liebe ich ja zum einen, die Nanoleafs, okay, die wir gehen ja schon fast unter bei dem Ganzen, was du da hast. Bevor wir auf das Streaming-Setup eingehen, kannst du nochmal auch kurz hinter Setup checken, was ist denn da an der Wand eigentlich, diese weißen Sachen zwischen den Leafs oder neben den Leafs, was ist denn das eigentlich? Ach so, ja natürlich. Das hier, das sind quasi PVC-Platten, also aus PVC, das sind so 3D-Elemente, kann man so sehen. Die haben so eine 3D, also 3D-Optik, wenn du die indirekt beleuchtest, dann sieht das so ein bisschen aus, als ob die halt im Schatten liegen und so weiter. Ich versuche mal, das ein bisschen so abzufangen. Genau, so eine 3D-Platten sind das halt und sieht auch quasi so ein bisschen als Soundproof. Und das Gleiche natürlich auch hier auf der Seite. Da habe ich halt nur die Nanoleafs halt rausgeschnitten, dass es halt ordentlich passt. Die sind aus, ja, wie gesagt, PVC. Kriegt man eigentlich überall so bei Amazon. Limoli, ey. Okay, und jetzt kommen wir zu deinem eigentlichen Baby, oder? Jetzt kommen wir zum Herzstück sozusagen. Ja, genau. Meine zwei Rechner. Der eine zum Stream, der andere zum Gamen. Und ja, können wir gleich irgendwie so ein bisschen auf die Einzelteile eingehen, oder? Absolut, absolut. Also beide Rechner am Start. LEDs dürfen halt nicht fehlen. Ja, das ist schon, glaube ich, jedem aufgefallen. Hier gibt es ein paar LEDs in deinem Studio, ein paar wenige. Also die ja. Rechner, ein kleiner Blitz, Game Over. Oben hast du was? Da hast du dann OBS wahrscheinlich, oder? Genau, also ich habe hier halt da oben halt OBS offen. Dort halt so mein Monitoring für Sound oder was auch immer, was ich nutze. Und da der zweite Monitor ist dann quasi einfach für, ja, I don't know, irgendwie, wenn ich mal YouTube offen habe oder irgendwas googeln muss ganz schnell. Und das ist halt mein Gaming-Monitor. Ja, dann halt so meine Maus und Tastatur, die habe ich selber lackiert. Also meine Maus zumindest. Aber vor kurzem erst, ne? Vor ein paar Tagen war das oder so. Die jetzt nicht, aber das war die hier, die ich jetzt für einen Zuschauer gemacht habe. Kannst du auch gleich nochmal zeigen, sexy. Ist das eine Superlight von Logitech? Das ist eine Superlight von Logitech. Die habe ich dann quasi auseinandergebaut und habe die dann lackiert, weil sich derjenige aus unserem Stream die gewünscht hat in den Farben, weil er schon eine Tastatur besitzt in den gleichen Tönen und wollte dann quasi auch seine Tastatur in den Farben haben. Mega, richtig, richtig coole Sache. Genau. Aber sonst spielst du auch bei selber, wenn du zockst, Superlight, Pro, Logitech G Superlight Mäuse, richtig? Genau, das ist jetzt eine Superlight, das hier. Und das ist die habe ich geschenkt bekommen, das ist die OP Edition, diese Limited Edition, die mal rausgehauen haben. Und spielen tue ich dann quasi die Superlight. Ja. Okay, Mauspad und Tastatur, was haben wir da? Okay, Mauspad ist ein Artisan hier in Mauspad, das ist ein japanisches Mauspad mit einer eigenen quasi Verarbeitungstechnik. Das ist nicht so, dass es geflochten ist, sondern das ist so eine Stanzarbeit, die gemacht wird. Das oben ist halt quasi einfach so ein bestimmtes Material. Erinnert manchmal an so ein Hardpad, aber ist es nicht. Ist halt so eine Mischung davon. Eine Tastatur habe ich quasi auch eine selbstgebaute. Da ist so ein von PCB her bis zum Switch und so weiter, alles selbst verbaut, selbst verlötet und selbst geschmiert. Das ist auch eine selbstgebaute. Genau. Und das ist eine Anne Pro 2. Die habe ich lackiert in meinen Farben. So wie mein Stream Deck. Habe ich auch quasi lackiert. Es ist ein großes Stream Deck natürlich, nur um am Rande zu erwähnen. Alter, hast du da viel Zeug drauf? Gibt es eigentlich irgendwas, was du damit nicht steuern kannst mit dem Stream Deck? Was da alles drauf? Nicht, dass ich wüsste. Also bis jetzt erfüllt das wirklich jeden einzelnen Wunsch so, egal was du machen möchtest, egal welchen Befehl du ausführen willst, ob für Streaming oder für, I don't know, das Stream Deck ist echt, das rettet manchmal echt das Leben. So. Absolut, bin ich voll bei dir. Was ist dieser Ring dort? Nee, vom Stream Deck? Das ist quasi so etwas, was ich benutze, bevor ich anfange zu spielen. Wenn ich den ganzen Tag oder ein, zwei Tage keine Maus benutzt habe, dann wärme ich damit einfach nur quasi meine Finger und mein Handgelenk auf. In dem okay, genau. Verstehe, Klassiker. Krass, dann hast du noch ein bisschen Deko da drin, Elemente, sind das, was ist da drin? Ist das für deine Dampfe oder was in den Fächern links? Das sind halt so Aromen, Duftaromen und sowas, auch ein bisschen was für meine Dampfe, weil ich halt erst seit kurzem mal probieren wollte, wie das so ist, aber alles natürlich nikotinfrei und sowas. Mhm. Das hier ist jetzt zum Beispiel eine Rave, die ich geschenkt bekommen habe und ein Rave-Messer. Mega.
Genau. Und die Regale hier habe ich halt drin umgebaut mit so ein bisschen ja, Akustikwolle, weil ich nicht wollte, dass man da hinten hinschaut. Ich benutze das Regal hier quasi auch als so als Sichtschutz, damit man im Endeffekt so dass die ganzen Kabeln und sowas da hinten nicht sieht, die aus dem Rechner rauskommen. Die kann man dann hier so hinten gut verstecken. Kenne das Problem mit Ja. den Kabeln. Ich glaube, jeder Gamer kennt das Kabelmanagement. Das ist immer so ein heikles Thema und es gibt auch nie die perfekte Lösung dafür. Lass uns nochmal auf deinen Bildschirm, auf deinen Main Gaming Bildschirm eingehen. Was ist das für ein Gerät? Weißt du, wie viel Hertz du da hast und so weiter? Hast du da ein bisschen Infos Ja, zum Bildschirm? natürlich. Mein Main-Bildschirm ist ein Zowie 2446. Das ist ein 240 Hertz-Monitor in 24,5 Zoll. Ah ja, denselben habe ich auch, ja. Der ist echt gut, der passt. Kriegst du denn in Apex überhaupt 240 FPS auch hin? Ja, also mit einer. Ich habe jetzt eine 2080 Ti im Rechner. Das klappt wunderbar damit. Ansonsten, es gab halt so ein paar Probleme mit dem Game, wo halt leider das nicht so kompatibel gewesen ist, aber mittlerweile funktioniert das eigentlich ganz gut. Okay, verstehe. Oben drüber dann Predator sehe ich, das ist glaube ich von Acer, das ist ja auch irrelevant, da brauchst du keine 42 Hertz, meine ich, ne? Nee, der ist 140 Hertz, 27 Zoll. Der ist auch genau 100, der ist von BenQ und der auch von BenQ und die sind auch beide 144 Hertz. Die waren damals im Angebot. Ja, ich glaube, die kenne ich auch. Auch die Monitore meiner Wahl. Ansonsten mit BenQ bin ich echt sehr zufrieden auch. Ja, Und auch absolut. die Maus. Ich spiele auch dieselbe Maus, muss ich echt sagen. Zwar nicht so fein lackiert wie deine, aber die lohnt sich. Also die Superlight, meine Empfehlung, Hashtag Werbung Logitech, aber lohnt sich echt. Also, sexy, ey. Das ist aber auch, da bin ich ein bisschen neidisch auch. Ich muss auch anfangen, was zu lackieren, glaube ich, mit ein bisschen Logos und so weiter drauf. Das ist besonders nice, oder? Und Also, wenn du eine lackiert bekommen möchtest, ich bekomme jetzt morgen, bekomme ich meinen Cricut, damit kann ich so Logos und Folien rausmachen. Ich lackiere dir gerne eine in deinem Logo. Ist kein Echt? Problem. Ah, Ja, was, ey? natürlich. Da muss ich mal was überlegen, was wir da als ein bisschen eine Gegenleistung und nicht, was ihr jetzt denkt, raushauen. Nutzt sich das ab irgendwann? Also, ich habe immer sehr Nein. schwitzige Hände beim Zocken. Geht gar nicht Nee, ab, gar oder nicht. was? Nee, also Echt man krass. benutzt sowas. Das habe ich gerade nicht zur Hand, oder? Vielleicht kann ich dir das zeigen. So meine kleine, Ecke. Ich glaube, das ist draußen. Warte mal kurz. Nachts Ich geht er hoffe, denn immer, nachts geht er dann immer wieder das ist nicht raus und sprayt auch noch die der ganzen anderen Sachen Bodensatz. ab, ne? Am Bahnhof sprayt er dann auch noch ein paar Züge, der Kollege. Richtige Also, Roomtour man hier von benutzt Aspect. sowas. Das nennt sich 2K-Varnish. So, warte mal. Das ist das hier. Das ist so ein Zwei-Komponenten-Spray, womit du halt einfach super alles versiegeln kannst und das geht auch nie wieder kaputt. Also das kann man, das kriegt man nicht rausgeschwitzt oder irgendwie so in die Art. Geil, ey. Richtig, richtig cool. Wow. Chat, wenn ihr Fragen habt, immer zwischen den reinhauen. Ansonsten würde mich jetzt interessieren, was ist in deinen beiden Rechnern? Und zeig uns nochmal diese sexy Geräte, die so schön leuchten. Fangen wir mit meinem Gaming-PC an, oder? Ja. Warte mal kurz, ich muss ganz kurz die Kopfhörer aufsetzen. Weil dann höre ich dich nämlich besser. So. Ja, also in meinem Gaming-PC fangen wir, wo fangen wir an? Fangen wir bei der Grafikkarte an. Das ist eine 2080 Ti von Asus, eine Overclocked 11 OC Edition. Dann habe ich als Mainboard das Asus ROG Maximus Hero. Als CPU habe ich den AMD-Prozessor. Das ist der 5950X. 64 GB Asus Corsair RAM mit einem C16 Takt. Dann eine Asus, nee, sorry, eine Corsair Wasserkühlung. Ich glaube H150 Elite heißt die. Zweimal, die sieht man jetzt nicht. Da sind zweimal 1 TB 89 Evos von Samsung drin, jeweils 1 TB. Und im M2-Sorte. Hintergrund, genau, im Hintergrund quasi hinten dann nochmal zwei SSDs a 2 TB. Und ja, wir haben hier dann nochmal 3, 6, 9, 10 Lüfter und im hinteren Abteil nochmal 3 weitere von Noctua, die Luft dann nochmal rauspusten. Und als Gehäuse habe ich das Lian Li Dynamic XL, glaube ich, heißt das. Genau. Gibt es einen Tipp, einen Trick, wie du die sauber hältst? Weil die sehen ja aus, als ob die, weiß nicht, gerade aus der Fabrik kommen. Die sind ja super clean. Oder putzt du da öfter? Ja, also ich putze so ziemlich, ich denke mal so 2 bis 3 Mal in der Woche. Mache ich die immer auch ein bisschen mit dem Glasreiniger, ein bisschen sauber machen und sowas. Und ja, ich putze schon ziemlich oft. Ich habe zwar nicht Okay. viel Staubentwicklung in meinem Zimmer generell,
Aber ich mag es halt schon, wenn das so, ja, ordentlich aussieht. Absolut, macht auch richtig was her, das Auge. Was ist im Streaming-Rechner drin? Genau, im Streaming-Rechner haben wir fast dasselbe so. Das ist ein 2080, auch von Asus, ROG Strix, die Overclock Edition. Dann habe ich hier zwei Capture-Cards drin. Ich hoffe, das kann man gut sehen in der Spiegelung. Mhm, ja. Die obere ist eine 4K 60 Pro MK2, das ist für mein Gameplay. Und die untere ist eine 4K 60 Pro für meine Kamera. Dann haben wir da auch zweimal 1 Terabyte 89 Evos in M2. Nochmal zwei SSDs A 2 Terabyte von Samsung im hinteren Abteil. Hier habe ich auch 64 Gigabyte 3600 Megahertz C18. Dann als CPU habe ich den 3950X von AMD und als Mainboard das Aorus Gigabyte X75 Elite. Ja. Und eine H150 Corsair Elite, das ist das neue Modell von der Wasserkühlung. Hier ist noch die alte drin, die macht immer noch einen super Job und die gab es leider nicht mehr, die war nicht mehr lieferbar. Also habe ich hier noch ja, die neue dann gekauft. Hey, wow. Also, das ist mega beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, was, also da fehlen mir echt die Worte. Das ist absolut krank, das Setup. Was willst du da eigentlich? Da kann man nichts mehr optimieren. Gibt es irgendwas, was du noch optimieren möchtest in deinem ganzen Setup? Ja, also ich bin ein Fan davon, wenn beides ziemlich identisch aussieht, mit vielleicht ein, zwei Aspekten, die jetzt nicht so gleich sind. Aber hier habe ich zum Beispiel die Lian-Li Strimmer-Module drin. Das ist so dieses Kabel, was zu den Ja. Grafikkarten und zum Mainboard geht. Da würde ich das halt noch optimieren, indem ich das gleiche Kabel benutze und vielleicht noch RGB-Rahmen. Aber ansonsten würde ich es alles so lassen, wie es ist. Okay, ich meine jetzt nicht nur im Rechner, ich meine so generell im ganzen Studio. Was gibt's denn, Oh, im was ganzen willst du noch Studio. ändern? Was kann man noch machen, Mann? Also, was ich noch machen möchte, ich zeige euch das mal kurz. Ich möchte noch so eine Kamera einbauen, die quasi dann hier oben ist. Ich gehe mal kurz auf die Couch, dann seht ihr auch, warum ich das möchte. Ich möchte von hier hinten, möchte ich so diese Perspektive auffangen. Das ist so ungefähr. Oder halt den ganzen Raum. Das wäre noch so, was ich halt machen möchte. Dann, ja. Was anderes, ich habe halt da noch ein paar Pläne, was da oben kommt. Da möchte ich so einen großen Schriftzug hinmachen. Ich weiß noch nicht, was da hinkommt. Ich wollte so einen Community-Schriftzug machen, der groß ist über den Fernseher. Und hier, was ich halt zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, die schöne Wand, Grüße an Sedo nochmal. Da kommen halt noch die Erbstücke, ne, Entschuldigung, die Waffen und sowas, die aus einem 3D-Drucker kommen. Die kann man bei Etsy oder so sich besorgen von Apex Legends. Und die möchte ich dann halt quasi alle stapeln um das Logo und so weiter und dann Wie so noch ein beleuchten. Arsenal. Ja. Mega. Oh mein Gott. Es ist einfach. Es ist, wie sagt man so schön, das Ding ist wirklich mindblowing, kann ich sagen. Das ist der Hammer, das Setup. Ich weiß nicht, was man, also, ich hast ja gesagt, was du noch machen willst, aber das ist echt sprechen auf einem ganz, ganz hohen Niveau, ey, unfassbar. Ich habe noch zwei Fragen. Eine, die mir auch Ja. oft gestellt wird. Zum einen, wie hast du deinen Tisch gebaut, gefunden, gemacht, gekauft? Was geht da ab? Und die zweite, die stelle ich dir gleich, die geht dann um den Sound. Okay, Erstmal ja, Tisch. also mein Tisch, das ist wildes Eichenholz. Das ist quasi ja selbst, also es ist ein selbstgebauter Tisch. Den habe ich selbst lackiert beziehungsweise geschliffen und mit so einer Art Öl beschmiert. Die Füße habe ich auch selber dran gemacht und ja, habe den dann hier quasi zurechtgeschnitten. Das kann man hier so ein bisschen sehen, dass sie ineinander passen an die Ecke. Und ja, habe die quasi komplett alleine gebaut. Ja, wow, nicht schlecht. Habe ich eh nicht gemacht, war auch die kostengünstigste und auch die beste Lösung, weil man dann sehr individuell das basteln kann, also für seine Bedürfnisse entsprechend, ne? Genau, ja, vor Und allem fürs Maß und so weiter. absolut, absolut. Und die meisten Tische, das ist ja auch das Hauptproblem, sind oft nicht tief genug, was ich immer sehr problematisch finde. Genau. Wie ist es denn jetzt mit dem Sound? Ich weiß, es ist immer ein ziemlicher Struggle und ich habe schon gesehen, unter dem Tisch blitzen bei dir schon so einige Module darum. Wie hast du den Sound gelöst, gerade vom einen zum anderen Rechner? Ja, also das ist, ich hatte früher mal,
hatte ich einen, ich glaube 17 oder 18 Geräte und insgesamt über 120 Kabel, also wirklich über 120 Kabel. Das waren Splitter, galvanische Trennung, weil galvanische Trennung, wenn jetzt vielleicht nicht so viele Leute wissen, was es ist, das ist eine quasi, also wenn man Sound irgendwo hinschickt, schickt man ja quasi links, rechts und die Erdung mit. Und Erdung ist ja immer anfällig für zum Beispiel Störgeräusche in Aufnahmen, in Brummen, Broadcasting, Summen. Genau, Summen, Brummen und so weiter und so fort. Und ich wollte das von Anfang an halt nicht haben, weil mich das immer gestört hat. Und das ist jetzt quasi, was ich jetzt gerade nutze, das sind weniger Geräte, die sich halt über die Zeit lang halt irgendwann halt angesammelt haben. Was ich benutze, ist RME, das ist ein deutscher Hersteller, der Soundtechnik auf Digitalbasis herstellt. Damit kannst du auf Glasfasertechnik kannst du halt Signal bzw. Störsignal frei deinen Sound hinschicken, loopen, bis zu 10 Rechnern hinschicken, wenn du möchtest, und das alles Störsignal frei. Okay, also wie lange hast du daran gesessen, den Sound einzustellen? Ich meine, das ganze Setup, da braucht man nicht fragen. Ich schätze mal, man richtet immer wieder nach und nach was Neues ein und baut was Neues dazu. Das kann man ja fast kaum aufzählen, wie viele Stunden das waren. Aber ich weiß, dass ich beim Sound, also als ich den neu gemacht habe, mindestens eine Woche gesessen habe. Ja, also da ich ja wusste, was ich generell machen möchte, also das ganze Prozedere hat mich bis heute Zeit gekostet. Also man lernt nie aus, was Sound betrifft. Ich glaube, das weißt du auch. Man hat immer irgendwie was, was man einstellt. Man hat immer irgendwas, was man ändern möchte und so. Und als ich die neuen Teile bekommen habe, die jetzt von RME und sowas, ging das in einem Tag fit, weil das dir halt sehr viele Möglichkeiten erlaubt. Du kannst halt sofort alles loopen per quasi, ich kann dir das mal zeigen auf dem Rechner. Gerne, gerne. Das ist dann quasi einmal so. Das ist dann quasi alles, was man halt hat. Moment, ich zeig's dir am besten hier, dann gibt es nicht so den Loop. So, das ist Window 200%. So, und hier habe ich dann halt quasi so meine ganzen, also ich habe bis zu 94 Kanäle jetzt mit dieser Einstellung und kann halt quasi jetzt, was mir das jetzt ermöglicht, ist zum Beispiel, ich kann jetzt Musik abspielen, kann die Musik einmal für mich einstellen, wie laut ich sie haben möchte, und kann sie einmal für den Stream einstellen, wie laut die das haben möchte. Und kann das separat von meinen Kopfhörern dem Stream halt sagen, okay, jetzt lauter, jetzt leiser, aber für mich ändert sich nichts. Das ermöglicht mir auch quasi, weil diese Geräte halt vom gleichen Hersteller sind, haben die, das kann man hier sehen, und arbeiten die quasi miteinander. Und dann kannst du die miteinander koppeln und die werden dann, die wissen dann quasi, dass die gemeinsam arbeiten, und dann kannst du dein Mikrofon ganz einfach auf 2 Rechner, 3 Rechner, 4 Rechner verlustfrei hin und her schicken, wie du das möchtest. Okay, das ist natürlich geil, aber kurz gesagt, kannst du die Hardware praktisch mit dem Interface auf dem Rechner dann steuern, so gesehen? Genau, auf Digitalbasis. Okay. Das ist so quasi ein Mixer, wenn man sich das vorstellt. Die ganzen Kanäle, die du hast, die nutzt du doch gar nicht, niemals aus, oder? Da nutzt du vielleicht 4, 5? Also ich nutze jetzt, maximal. Von 94 Kanälen nutze ich jetzt 13. 13? 13, ja. Ey, krass, da kannst du alles steuern. Genau, du kannst alles, also ich habe alles separat eingestellt. Also YouTube ist separat, halt Browser ist separat, Game ist separat, Discord ist separat, Musik ist separat. Okay. Spotify und all diese ganzen anderen Sachen, dann Recordings und sowas, sind alles separat. Dass, wenn ich was recorde, habe ich dann quasi einfach zum Beispiel 4 Tonspuren, und die kann ich dann separat beim Recording oder beziehungsweise beim Schneiden, dann kann ich sagen, okay, Musik jetzt aus, Ton aus, Sprache aus, Game aus. Ich kann dann die Ton quasi Frequenzen oder beziehungsweise die Tonspuren halt trennen. Okay, das macht Sinn, ne? Auch im Nachhinein. Dann kannst du, wenn du auch alles aufnimmst, dann auch mal noch, wie gesagt, trennen. Das ist halt krass. Wow, ey, ich weiß nicht, ob es jedem klar ist oder wer damit schon gearbeitet hat oder auch nicht, aber das ist so viel Arbeit, es ist unfassbar, was du da reingesteckt hast. Und ich wette, außer dir selber kann niemand es steuern. Also wenn du einen daran setzt, sagst, übernimm mal eine Woche für mich Stream, der scheitert gnadenlos, oder? Ich denke, dass
Ich denke, man könnte sich schon eigentlich hier hinsetzen und anfangen zu streamen, zu zocken, zu machen. Also man würde jetzt nicht zum Beispiel nicht wissen, was alles jetzt auf dem Streamdeck drauf ist. Gut, okay, man wüsste jetzt nicht zum Beispiel, wo die ganzen Knöpfe und sowas sind. Aber ansonsten in der Audiotechnik muss man nichts mehr machen. Das ist alles eingestellt, das musst du nicht mehr verändern oder sowas. Und theoretisch, also wenn es einen Fehler geben sollte, dann wird es ein bisschen schwierig, auch für mich, muss ich tatsächlich sagen, weil RME ist noch nicht so lange auf dem Markt. Wie gesagt, ein deutscher Hersteller, die machen das erst seit kurzem so, also diese Interfaces jetzt, damit man die im Streaming-Bereich einsetzen kann. Aber sonst ist das eigentlich, ja, nicht so schwierig, würde ich sagen. Ja, ja, ich kenne das auch. Wenn man es dann einmal eingestellt hat und happy, das läuft, aber dann nach einem halben Jahr, wenn was passiert oder was ändern willst oder so, oder nach einem Jahr, dann fangst du von null an fast. Also ist übertrieben gesprochen. Aber da haben sich die Leute aber auch gute Gedanken gemacht. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Fehler machst oder etwas was umstellst, dann hast du hier oben so eine Undo-Funktion. Dass ja, du immerhin. Genau weißt, zurück oder so. Und dann weißt du, okay. Stell einfach wieder so, wie es gewesen ist. Oder man drückt einfach einen Reset-Button, dann kannst du immer deine Einstellungen, die du vorher gehabt hast, einfach hochladen. Immerhin, ja. Das haben die meisten Tools zum Glück mittlerweile. Eine Sache ist mir noch eingefallen, die wir nicht geklärt haben. Was sitzt du? Was für einen Stuhl hast du? Oh, klar. Das ist ja auch natürlich. Mal so ein Thema, ein Gaming-Chair. Ja, ich hatte davor einen Küchenstuhl und jetzt ist das ein, den ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Nochmal danke an die Community. Das ist ein Secret Lab Titan 2020 Modell. Ja, ist für mich super gemütlich. Mega. Ich sitze da sehr, sehr lange drauf und hat mich bis jetzt noch nicht enttäuscht. Cool, richtig, richtig gut. Gibt es noch irgendwas, was du noch zeigen möchtest, was wir noch, auf was wir noch nicht eingegangen sind? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles. Ja. Ich habe noch nicht Nano-Leafs, wie heißen die hier? Elgato-Lichter, ne? Ja, okay, genau. Da habe ich nur zwei, die sind da dran. Meine Kamera, die mich hier aufnimmt, dann noch eine Kamera für, wenn ich lackiere oder okay, sowas. Warte mal, das sagst du am Rande, das müssen wir jetzt nochmal klären, das haben wir ganz vergessen. Welche Kameras hast du da, was geht da ab? Das ist eine Sony Alpha 6400. Wow. Die nutze ich halt als Facecam. Dann habe ich hier oben nochmal eine Handcam, die ist hier. Ja. Hier oben habe ich nochmal eine Kamera, die nimmt dann quasi das gesamte Studio auf von oben. Die ist verkabelt? Geht das Kabel dann durch die Wolken und dann hinten runter genau. Oder was? Ja genau, oh das Kabel Gott. Geht da lang. Dann ist es da noch ein bisschen sichtbar, das kommt aber noch weg. Da habe ich es dann hinter die Display versteckt, das kann man nicht so sehen, aber ja, kriege ich auch noch irgendwie versteckt. Und dann geht das quasi da runter und dann in meinen Streaming-PC. Und als Aufnahme für Lackierungen oder Umbauten oder sowas habe ich die Lumix G9. Ja, das ist so, womit ich halt alles aufnehme mit da. Ey. Also, sonst geht's dir gut, oder? Ey, es ist total krass. Ich bin auch so neidisch, auch die Idee mit der Kamera an den Ständer daran zu machen, dass es so beweglich ist. Ey, ich finde es so gut. Oh, ich bin echt. Ja. Weißt du, wenn ich sowas sehe, denke ich mir so, oh Max, du Vollidiot, ey. Wieso hast du es nicht so geil gemacht? Es gibt immer einen, der macht's besser. Und bei dir gibt's keinen, der es noch besser macht, sag ich dir. Das ist so, das ist ein Mikrofonarm übrigens. Ja, ja, ich seh's. Ja, ja. Genau, absolut. Kannst du einfach rumziehen und. Ey, ja. Geil. Mega, mega geil. Und dann noch so ein Gelenke. Ja, ja, das kannst du alles neigen und schwenken. Ich stelle nochmal auf die große Karte. Oder gibt's noch irgendwas, was wir vergessen haben? Nee, also ich glaube nicht, nein. Okay, ich glaube auch, wir haben echt alles gezeigt, glaube ich, aber absolut crazy. Absolut crazy. Ich stelle nochmal jetzt auf die große Kamera um, mein Lieber. Ja. Und kannst also die andere jetzt schon mal weglegen. Unfassbar, was da abgeht. Danke auch nochmal an der Stelle, dass du uns den Einblick hier gegeben hast. Finde ich absolut insane. Absolut insane, was da abgeht. Ich muss mich noch anmuten, genau. Also das ist... Alter, Junge, also... mir fehlen die Worte, das ist absolut krass. Frage aus dem Chat, wie warm wird es im Sommer bei dem Ganzen, wenn alles an ist? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass wenn alles an ist, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es daran liegt, dass jetzt hier extrem viel Dämmung drin ist, aber wenn ich zum Beispiel jetzt die Rollos runter mache, Fenster zu, ist es eigentlich recht kühl hier drin. Also im Sommer waren es jetzt vor kurzem so 22 Grad. Echt? Das ist ja mega gut. Absolut sick. Ja. Absolut sick. Was ich noch wissen will, was sagen Leute, das habe ich auch manchmal, die zum ersten Mal in dein Zimmer kommen, wenn du Besuch hast? Wärst du nicht blind von den ganzen LEDs? Das höre ich ganz oft.
Okay, und wollen die auch Fotos machen auf deinem Stuhl? Das weiß ich jetzt nicht so, aber ich höre halt wirklich sehr oft so, das sind doch viel zu viele LEDs, wie kommst du damit klar? Kannst du überhaupt spielen? Mich würde das total stören. Ja, okay, Das klar, da so. gewöhnt man sich dran, ne? Also Ja. ich mache immer, ich krieg immer, man macht, bei mir macht man immer Fotos aus der Hackerzentrale. So sieht es für die Leute aus, wenn viele Bildschirme da hängen. Das ist absolut sick, dein Setup. Ich weiß gar nicht, was man dazu noch sagen soll. Absolut der Oberhammer. Vielen Dank. Eine Frage noch, die habe ich vorhin vergessen, die wollte ich unbedingt noch stellen. Wissen Ja. deine Eltern oder Freunde, was du hier eigentlich machst und was sagen die dazu? Also, meine enge Familie weiß das. Ein paar Freunde wissen das auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie verheimliche. Aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der da hingeht und sagt: Ey, weißt du was, ich bin auf Twitch unterwegs, bitte schau vorbei. Ich weiß nicht so. Also, bis jetzt ist das immer ganz cool angekommen so. Die feiern das. Ich höre halt oft: Boah, du bist ja der gleiche Idiot wie in Real Life. Aber so, ja, also die finden das, die sind ganz cool eingestellt so. Das wird so. Okay, nice. Ja, krass. Also dann erstmal auf jeden Fall danke für den Einblick. Ich Gerne, finde gerne. es mega beeindruckend. Mir bleibt da echt die Spucke weg. Also das ist natürlich. Ich dachte immer, ich habe mir Mühe gegeben mit meinem Setup. Ne? Wenn du das siehst, es gibt immer einen, der ist besser als du. Er ist das Top-Level, Freunde. Chat, wenn es noch eine Frage gibt, jetzt oder nie, aber das ist Hammer. Ich bedanke mich ja an der Stelle. Ihr Ja, findet alle gerne. Links auch zu Aspect hier in der Kommentarsektion unter YouTube. Auf jeden Fall überall ein Follow da lassen, auf allen Social Media Plattformen und auf jeden Fall auf Twitch reinschalten. Du bist wann immer unterwegs? Kannst du mal kurz sagen, auf Twitch? So gut wie täglich? Ich bin ziemlich täglich online, so ab so circa 17, 18 Uhr. Okay, da könnt ihr auf jeden Fall den guten Aspekt auch mal live in Action sehen und nicht nur im Schnacken, sondern auch im Zocken, denn das ist auch noch mal ein Level oben drüber. Ich weiß gar nicht, wie das noch weitergehen soll, wo das endet. Ich würde sagen, ich bedanke mich an der Stelle hier nochmal bei dir, bei euch im Chat und das YouTube-Video endet jetzt hier. Danke dafür, mein Lieber. Sehr gerne. Vielen Dank.